Hallo und ein herzliches Hallöchen und weiter geht's mit World of Goo. Und ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei Kapitel 2 und zwar im Herbst. Ach, das geht nach Jahreszeiten. Genau, wir waren bei der Schönheitsschule und wir machen ja doch sofort weiter. So, Zeit an die Arbeit zu gehen. Gut, wollen wir mal gucken. Also. Hä? Was ist denn das für eine geile Tante? Haha. Nette ihre Augen? Die verfolgt uns. So. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die schönste Goo im ganzen Land? Der Schildermaler. Aha. Müssen wir hier lang? Und dann... Was ist das hier? Und das sieht gefährlich aus. Und eine rote Röhre. Wohl sehr exklusiv. Nur manche Arten von Goo dürfen rein. Der Schildermaler. Oh. Zuerst würde ich ja sowieso wetten, dass wir hier ran müssen und hier. Und, oh. War das jetzt so gewollt? Oh. Jetzt rollt uns das Ding hier runter. Soll das so sein? Ach du Heiliger. Oh Gott. Hahaha. Was war denn das jetzt? Das ist ja mal geil. Sich jetzt so ein gigantisches Goo in ein kleines verwandelt. Ach, das war's schon. Ah, okay. Das klingt sehr interessant. Und wie viel haben wir gewonnen? Yeah. 16, gesammelt 18. Aha. Das können nur wir. Aber interessant. So, und weiter geht's. Oh, ein Comic. Schmier dich ein. Okay, so. Schönheitsschule haben wir. Jetzt können wir Sprungloch oder Vulkanheilbad. Nehmen wir Vulkanheilbad. Das klingt schon so toll. Blasen steigen auf. Aha. Ja. Müssen wir hier nach oben? Oh, okay. Oh. Jeder ist willkommen. Das müssen sie jedenfalls sagen. Aber wenn sie so... Hä? Aber wenn sie so aussieht, kommt sie nie rein. Es gibt eine andere Röhre nach oben, die ihr gefallen dürfte. Der Schildermaler. Okay. Ich steig gerade überhaupt nicht durch, was wir jetzt hier machen sollen. Wie wär's denn, wenn wir uns hier nach unten bauen? Okay, das scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Hier kommen wir wieder... Oh, hier ist noch ein Schildchen. Punkt, Punkt, Punkt. Das Pfeifen nicht vergessen. Der Schildermaler. Eine sehr hübsche Blume. Was wird passiert, wenn man näher kommt? Der Schildermaler. Aha. Kann es sein, dass wir die hier irgendwie hin... Dass wir die hier nach da unten reinbringen müssen? Ist das möglich? So. Ach, da können wir ja gar nicht ran, ne? Oh. Hä? Wie kriegen wir die Wertedame dann nach oben? Also jetzt bin ich offiziell verwirrt. Aber vielleicht muss man das... Hä? Also falls das einer von euch versteht, meldet euch, ne? Ne, ist mal ehrlich. Ich glaube, wir hätten die gerade gar nicht wegmachen dürfen, oder? Hätten wir nicht machen dürfen. Okay, pass mal auf. Dann machen wir halt den nochmal so. Okay, jetzt steht nämlich die Tante hier. So viel weiß man ja. Jetzt mal sehen, was passiert.
Also irgendwie funktioniert das ja hier mal so gar nicht. Also ich vermute, dass wir die Tante nach oben bringen müssen. Aber man weiß nicht wie. Ach, ah, guck mal einer an, was wir machen können. Ups. So, dann bauen wir die Tante dann mal ein bisschen weit nach oben. Dann gehen wir mal zu dieser Blume, mal sehen, was die uns bringt. So. So. Huch. So, wollen wir mal sehen, was das uns so bringt. Ob es uns überhaupt was bringt. Wäre auch schon mal schön zu wissen. Mensch. Und? Wieso tötet mir das Ding jetzt alle Gus? Hallo? So war das jetzt von mir aber nicht gewollt. Verdammt. Ja, und jetzt? Verdammt. Probieren wir das doch mal so, wenn wir mehr in diese Tante reingehen. Geht das dann noch auf die dicke Tante über? Nö, kein Stück. Mensch, aber wie sollen wir denn die dicke Tante hier wegkriegen? Ja, Mann. Das versteht doch keiner. Ich meine, hier nach oben kriegen wir sie eh nicht. Käferlein. Ja. Nein, noch ein zurück. Eine sehr hübsche Blume. Was wohl passiert, wenn man ihr näher kommt? Der Schildermann. Ach komm, weißt du was? Wir drängen das Ding jetzt einfach hier raus. Oh. Hat's jetzt gerade hier wirklich gegrummelt, oder? Was hat der gesagt? Noch wie viel? Noch 10,6 Meter. Yeah, total wenig. Ach, ich glaube, wir müssen das Ding nach oben bringen. Ist das möglich? Oh nein, jetzt haben wir einen verloren. Na gut, dann probieren wir mal die werte Dame hier nach oben zu kriegen. Beziehungsweise können wir nicht hier drin auch noch einsetzen. Ah, nee, der geht auch noch draußen. Ui. Ich glaube, die dicke Tante hier, die will nicht. Dicke Tante. Pass mal auf, dann setzen wir den hier noch hin. Haben wir bestimmt noch ein paar, ja. Na. Ja doch, gehen wir nach oben. Oben ist gar keine schlechte Idee. So, liefern wir die alle mal nach oben ab. So. Und was passiert, wenn wir uns hier nach oben basteln? Was hast du uns denn nochmal gesagt? Punkt. Das Pfeifen nicht vergessen. Das Pfeifen. Wo und wann sollen wir pfeifen? Noch 13 Meter. Hä? Wollen wir uns doch hier einfach mal nach oben. Mal gucken, ob uns das was bringt. So.
Aber ich glaube nicht, dass uns das bringt. Ich glaube eher, also... Mann, oh. Mensch, wie soll denn das hier funktionieren? Das ist doch... Wir haben die dicke Tante jetzt auf jeden Fall schon eingekesselt, so. Ist ja schon mal ein gutes, aber ich glaube, das wird uns nichts bringen. Ne, guck, dann werden die Dinger nämlich einfach hier nach oben gesaugt. Wandern wieder runter und sind wieder da. Hm. Aber wenn wir jetzt diese Blume berühren, dann... kratzen die uns alle hier ab. Mensch, wie soll denn das gehen? Ich verstehe es nicht. Es gibt Röhre nach oben. Es gibt eine andere Röhre nach oben, die ihr gefallen würde. Ach, warte mal. Könnte es denn nicht auch sein?